Wird Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst. Das kleine B, Jens Baumann, ihr seid eine kleine Möbelmanufaktur aus dem Norden. Und genau. Ihr habt ja quasi eine ganze Wohnung hier mitgebracht, ne? Wir versuchen alles, was man in der Wohnung braucht, auch anzubieten, solange es uns als gute Idee einfällt. Was ist das Besondere denn, was das kleine B so ausmacht? Also alles, was hier hängt, haben wir in der Wohnung. Wir entwerfen eigentlich nur für uns im Grunde und hoffen dann, dass andere Leute das auch gefällt. Legen ganz arg Wert darauf, dass wir materialschonend arbeiten, dass wir Orte schaffen, die Dinge, mit denen man sich umgibt, die das präsentieren. Wir wollen nichts wegsperren. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir die Räume nicht verändern wollen durch Möbel. Also sprich, wir haben niemals Stollen, die eine Wand bilden, keine geschlossenen Flächen, versuchen den Boden frei zu lassen, dass der Raum Raum bleiben kann. Jetzt sind wir im Bereich der Garderobe. Das ist ja auch luftig und leicht. Im Grunde ist es ein Rahmen, in dem Fall mit Schuhregal unten angesteckt, der mehr oder weniger unsichtbar hängt. Und das Schöne ist, der schwebt quasi und schaukelt auch. Ne? Also ich sage immer morgens, wenn ich aus dem Haus schleiche, der sagt mir leise Tschüss, wie man das in Hamburg so sagt. Was mir auch aufgefallen ist, ist dieser tolle Schreibtisch. Das Stehpult, ja. Ihr habt einige Sachen, die stehen an der Wand. Genau, und die lehnen vor allem. Ja. Ne? Das heißt, ich kann den nehmen, die Sonne blendet oder Gäste kommen ins Gästezimmer, wo ich sonst stehe, und dann stelle ich ihn ins Wohnzimmer, ne, und habe ihn relativ leicht aus dem Weg. Welches Holz benutzt ihr? Das ist Eiche, die in aller Regel, im Moment ist schwierig mit der deutschen Eiche, von vor den Toren der Stadt kommt. Und alles ist immer massiv. In dem Fall ist im Bein noch ein Stahl eingelassen, damit wir so filigran arbeiten können, wie wir das gerne möchten. Und die Deckplatte hier ist ein Möbellinoleum. Bei der Garderobe war es ja jetzt auch dieser freischwingende Aspekt. Und das zeigt sich ja dann auch in diesen Bücherregalen. Genau. Also wir haben CD-Regale, wir haben Schallplattenregale oder Schallplattenständer. Da steht einer. Also es gibt einiges bei euch, und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch ganz groß beim kleinen B. Ja, wir versuchen alles, was wir einkaufen, auch zu verarbeiten. So zu verarbeiten, dass es nicht kaputt geht. Also den könnte ich runterfallen lassen, der bleibt heile. Sachen lieber einmal kaufen, weitergeben. Wurde Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst.